Guten Abend und herzlich willkommen Ihnen zu Hause. Ein deutscher Bundeskanzler außer Dienst und ein amerikanischer Historiker deutscher Herkunft tauschen in meiner heutigen Sendung Erinnerungen, Erfahrungen und Argumente aus, die um die großen Fragen ihres Jahrhunderts gehen. Und um unsere Welt von heute natürlich. Herzlich willkommen, schönen guten Abend, Helmut Schmidt und Fritz Stern. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ein wichtiges Kapitel, Herr Stern, in dem Buch ist Ihre Herkunft. Das kommt immer wieder zutage. Sie sind protestantischer Christ, sind in Breslau aufgewachsen. Wann haben Sie denn von Ihrer jüdischen Herkunft erfahren? Ich glaube im Februar oder März 1933, also unmittelbar nach der Machtübernahme. Der sogenannten Machtübernahme. Wie hat sich denn von da an das Leben für Sie verändert nach der Machtübernahme? Um es kurz zu sagen, wird mir das eigentlich auch jetzt klarer, wenn ich zurückblicke. Ja. Dass ich zwar einen starken Halt innerhalb der Familie hatte, aber die Außenwelt war feindlich. Und man wuchs auf mit Angst. Haben Sie so eine Erinnerung, worin sich das festmachte, die Angst im Alltag? Wenn die SA marschierten seht, mit ihren Knüppeln. Und wenn man weiß, dass die Patienten meines Vaters, die zum Teil Sozialdemokraten waren und so, verhaftet worden sind, verprügelt worden sind in der Prinz-Albrecht-Straße und so weiter. Das irgendwie nistet sich das ein. Mhm. Ich kann nicht behaupten, dass ich verstanden habe als Siebenjähriger. Verstanden habe ich das. Dass es gefährlich ist, dass man in einer gefährlichen Welt lebt. Mhm. Und wie gesagt, in einer feindlichen Welt. Dann kamen aber wiederum oft Besuche in Europa selber, in anderen Ländern. Mhm. Und da habe ich, das steht glaube ich auch zumindest im anderen Buch, meine Europabegeisterung sehr früh entdeckt. Es gibt ja doch eine kleine Parallele in dieser Hinsicht. Also bei Helmut Schmidt war es so, er hat, glaube ich, 1934, 35 erfahren, dass er einen jüdischen Großvater hat. Was hat sich für Sie dadurch geändert? Zunächst gar nichts. Ich habe 1933, als die Nazis ans Ruder kamen, mit dem Wort Jude oder Judentum überhaupt keine Vorstellung verbinden können. Ich hatte Freunde in der Schule. Später habe ich begriffen, dass sie Juden waren. Einer hieß Helmut Gerson. Vater war Baumeister, Architekt in Hamburg. Wir haben uns nach dem Kriege, 1000 Jahre später, haben wir uns wieder getroffen. Der war eines Tages weg. Dann hörte man, er ist ausgewandert mit seinen Eltern nach Amerika. Ein anderer Schulfreund ist ausgewandert mit seinen Eltern nach Ungarn. Dann musste ich auf dem Wege zur Klavierstunde immer an einem Plakat, nein, an einem Kasten vorbei, in dem der Stürmer ausgehängt war. Das war ein antisemitisches Hetzblatt eines Nazi-Gauleiters. Und da wurden die Juden lächerlich gemacht, mit einer krummen Nase abgebildet. Und den fand ich ekelhaft. Da habe ich eigentlich begriffen, das kann nicht stimmen, was... Das kommt von den Nazis, kann ja doch nicht stimmen. Aber ich habe eigentlich erst im Laufe des Krieges begriffen, was die Nazis meinten, wenn sie von Juden sprachen. Das Judentum selber habe ich nicht begriffen. Das habe ich nach dem Kriege schrittweise erst begreifen können. Was auch eine Rolle spielte bei uns war, mein Vater hatte unseren sogenannten arischen Nachweis. Ja. Mit einem gefälschten Dokument. War das so, als Sie Loki 1942 heirateten? Da brauchten Sie diesen arischen Nachweis. Da brauchte ich den, ja. Zu meiner Überraschung. Ich hatte nicht damit gerechnet. Aber die Dienststelle, zu der ich gehörte, die haben das anstandslos bescheinigt, hat bei meiner Dienststelle den arischen Nachweis erbracht und so weiter und so fort. Mein Vater hat immer Angst gehabt, dass es rauskommt. Ich habe eigentlich so viel Angst davor nicht gehabt, weil ich fühlte mich im Verbande der Luftwaffe sicherer. Das war wahrscheinlich ein Irrtum von mir. Ich war jung und unerfahren.
Ich habe nicht so viel Angst gehabt. Mein Vater hat viel Angst gehabt. Er hatte Angst, er wird rausgeworfen. Er war Lehrer, Studienrat. Was ja auffällt in dem Buch, Herr Stern, dass Sie so da Helmut Schmidt gar nicht so glauben, dass er das gar nicht wahrgenommen hat in dieser Zeit. Also auch, dass es keine KZ gab. Es ist schwierig. Ich meine, ich glaube ihm. Aber ja. Ich glaube nicht, dass das auf viele andere Menschen passt, muss ich sagen. Es war, ich meine, das Regime selber hat doch, erinnere mich noch ganz genau und habe das auch dann später öfters recherchiert, hat doch selber bekannt gemacht, dass es einen Dachau gibt, ein Konzentrationslager zur Einschüchterung der anderen und so weiter. Also, dass es einen Terror gab, dass es Bücherverbrennungen gab am 10. Mai 1933, was da alles passiert ist, haben die meisten Menschen, das glaube ich, hat auch Weizsäcker in seiner Rede am 8. Mai klar gesagt, haben die meisten Menschen irgendwie mitbekommen. Dabei möchte ich gleich hinzufügen, man kann sowas mitbekommen, ohne es wirklich zu integrieren. Ja. Sondern ganz kurz sozusagen flüchtig das aufnehmen und dann an was anderes denken. Finden Sie sich darin wieder, Herr Schmidt? Flüchtig aufnehmen und es nicht in sein Leben zu integrieren. Was wussten Sie über Dachau in der Zeit? Gar nichts. Gar nichts. Das Wort Dachau war mir völlig ungeläufig. Das Wort Auschwitz genauso, das Wort Bergen-Belsen ganz genauso. Ich bin gegen Ende des Krieges auf der Flucht, immer kurz hinter den amerikanischen Spitzen und dann später hinter den englischen Spitzen, nachts hinterher marschiert. Zufällig am Ende des Krieges in der Nähe von Soltau gefangen genommen worden. Nachts marschieren und tagsüber schlafen. Ich wurde also im Schlaf gefangen genommen und wurde dann ausgeforscht und verhört wegen Bergen-Belsen. Das war in der Nähe. Ich wusste nicht, was das ist. Ich hörte den Namen zum ersten Mal. Ein Riesenunterschied muss man machen zwischen, sagen wir mal, den Konzentrationslagern, ganz besonders Dachau, weil das irgendwie von den Nazis selber zum Symbol gemacht worden ist, und den späteren Auschwitz und solche Sachen, die tatsächlich nicht in die Öffentlichkeit notwendigerweise gedrungen sind. Das hat Sie sehr verwundert, dass Helmut Schmidt von all diesen Dingen nichts mitbekommen hat. Ich kann nur sagen, dass das ist eine Lebenserfahrung, da kann ich nichts. Mhm. Ich glaube bloß nicht, dass sie übertragbar ist auf viele andere. Das würde ich von mir aus auch nicht wollen. Das würde ich auch nicht übertragen wollen. Ne. Wir waren ja in der ganzen Zeit Gegner der Nazis gewesen. Aber nicht wegen des Antisemitismus. Das sage ich auch nicht. Ja. Wie genau haben Sie das verfolgt aus Amerika? Sie waren als 12-Jähriger 1938 sind Sie emigriert. Wie genau haben Sie das von dort aus betrachtet? Sehr genau, muss ich sagen. Gesundheit. Gesundheit. Und das war. Ich muss Ihnen gleich was anderes noch dazu sagen. Ich meine, ich habe zufällig vorhin über Dänemark, Frankreich, ich weiß nicht, ich hatte das große Glück, in vielen europäischen Ländern ganz kurz mehr oder weniger zu Ferien zu sein. Und da konnte ich mich auf die Zeitungen stürzen in Mitte der 30er Jahre und so. Weswegen ich so an Politik interessiert war, weil das irgendwie direkt an Menschen geht. Da mir das alles bewusst war und dass sich die Situation in Deutschland immer zuspitzte, wir sind am 9. Oktober 1938 angekommen, gerade einen Monat später kam die Kristallnacht und die wurde genau berichtet in Amerika. Das habe ich alles mitgenommen, versucht zu verstehen und eine ungeheure Sympathie für Menschen gehabt. Und ich muss noch mal betonen, das waren nicht nur Juden, sondern am Anfang waren es hauptsächlich politische Gegner, die so behandelt worden sind. Das andere, was so eine zentrale Frage ist in diesem Zusammentreffen bei Ihnen, Sie sagen, bis heute beschäftigte Sie ungeheuer, wie es zu Hitler und dem Holocaust kommen konnte, Herr Schmidt. Deshalb, weil Sie nie eine abschließende Antwort darauf gefunden haben? Nie eine Erklärung gefunden? Letzten Endes habe ich jedenfalls keine Erklärung gefunden. Und ich glaube, es gibt einstweilen auch keine letzte Erklärung dafür. Herzlichen Dank, Fritz Stern, herzlichen Dank, Helmut Schmidt.